Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of Vile. Ja, und wie ihr seht, schon wieder mit einem neuen Charakter. Das Spiel will mir einfach nicht das gegebene Bild geben, den ich will fürs Let's Play und der euch vielleicht auch Spaß macht und so. Ja, der Grund ist einfach Chaos Damage mit dem Poison Arrow ist so etwas von lame. Ich habe sehr viele Videos gesehen, wo sie den Bild vorgeschlagen haben und so. Es ist wirklich sehr lame. Auch wenn er gebufft wurde, der Damage. Es ist einfach, ja, schon lame halt. Echt lame. Und das möchte ich euch nicht antun. Darum mache ich jetzt meine letzte Chance. Auch ohne gute Items durchzukommen, euch Spaß zu mit euch Spaß zu haben, euch den Spaß zu zeigen und so weiter. Eine Cold Witch, also sie greift mit Cold Damage an und wie man am Namen sieht, mit Glacial Kaskade, das ist ein neuer Skill und der sieht vielversprechend aus. Und ich möchte mit ihm natürlich testen zuerst. Aber ich denke schon, dass er reinhaut. Auch dass wir nicht angewiesen sind auf Projektile. Also viele Projektil-Games müssen wir nicht gebrauchen. Brauchen wir natürlich auch nicht. Und ja. Wir werden sehen, wie er sonst reinhaut. Ich hoffe mal. Gut. Natürlich ist Cold auch gut, weil es friest. Und ja. Ich werde es mir mal anschauen. Nehmen wir mal ein paar Alchemie-Shards. Und jetzt beginnen wir. Das Tutorial habe ich jetzt diesmal ausgelassen. So, ich brauche ein Ding. Wie sagt man den? Ist doch nicht hier. Oh, ja, ein Lach nicht. wo ist er? Da ist eins. Das sind Circlets. 10, 10 ist egal. Nein, nehmen wir bei. Hä? Okay, hat 2. Gut. 2 verbundene Sockel. Ja, ein bisschen schwach. Hoffentlich jetzt. Gut. Haben wir es. Ich nehme sie immer als zweit, also. Als zweit ist die guten Items, weil die Chance ist einfach höher, dass es besser wird als das erste. So. Also jetzt muss ich noch kurz. Ja, Feuerball kann ich wegwerfen. Schauen, ob ich eine Frost Nova habe. Ein Gem. Nö, habe ich nicht leider. Hier habe ich einen. Der ist ab Level, also Level 4 schon. Sieht schlecht aus. Schade. Haben wir so ein Game? Hier haben wir einen auch Level 4. Wieso habe ich alle Level 4? Da habe ich auch Level 4, ab da ist plus 11 Quantity. Ja, das spielen wir ab Level 4 halt. Der ist Level 3. Ah, der ist Level 8. Der ist Level 3. Und sonst bekommen sich von einem Reward noch den Game über. So. Ich muss noch reintun, glaube ich. Ach komm schon. Jetzt. So. Wir haben nichts mit Cold Damage erhöht. Ne, sonst könnte ich ihn in einen anderen Slot tun, aber schon gut. Ja, und Freezing Pulse ist natürlich auch ein sehr gutes Ding.
aber der ist nicht so gut wie Glacial Cascade. Zwar schneller. Und natürlich auch ein Bonus, dass es ein Projektil ist, aber eben dann haben wir GMP und haben einzelnen Schaden nicht so hoch. Dann nehmen wir lieber den nur als Unterstützung im Ring. Und Glacial Kaskade als Hauptangriff. Ab das glaube ich ab Level 11, 13 oder 19 oder sonst irgendwas. So, jetzt diesmal ein länglicher Level, so wie es aussieht. Oh, und Foto für mein Ding. Für meinen Charakter, für die Level. Viel XP. So. Gut, und sorry, diesmal ist meine Stimme nicht so gut, weil ich ein bisschen erkältet bin. Aber ich let's play trotzdem, ich kacke auf die Erkältung. Ich habe heute Morgen sogar hart trainiert, obwohl ich eine Erkältung habe. Aber eben die Stimme ist momentan schwächer. Oh, viel Spell Damage. Das tut gut. Ja, ich weiß nicht, ob wir schon am Anfang auf Crit-Ding, also ein Guide empfiehlt es, aber ich braucht den nicht. Also braucht am Anfang noch keinen Crit. Außer natürlich, es fließt mehr, aber naja. Ich weiß ja nicht. Ich möchte mal mehr AOE haben. Aber eigentlich könnte ich doch schon zum Crit gehen. Weil eben Freeze ist schon extrem stark und wenn ich critte, dann freeze ich natürlich mehr. Und das wäre der Hammer. Leider habe ich noch nicht so die Items, aber da muss ich schauen. Und da müssen wir noch schauen, wie hoch die Crit auch beim Kaskade, also wie der Grundwert ist. 8% sollte es schon sein. Ich glaube, bei den schnellen Zaubern ist es 7% oder sogar 4% habe ich, glaube ich, schon mal einen gesehen. Ich weiß auch nicht, ob es Arc war oder so. Aber einer hat extrem weniger Grundchance für Crit. Da nimmt man Arc auch nicht Crit. Aber beim Kaskad ist es wahrscheinlich anders. Der ist relativ langsam. So. Oh, sehr mächtig jetzt. Wenn wir einen Schrein besitzen, dann geht es ab. Bum, 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 bum. Ja, es ist der Schnelligkeitsschrein, wie man gut sehen kann. So, wupp. Und er hat eine riesen Reichweite jetzt. Ich hoffe, nein, Glacial-Dings ja eben nicht Projektil, sonst wäre der nämlich auch so schnell im Wandern. Aber schon gut, also. Leider macht es wenig Damage zu diesem Boss. Aber er kommt. Ja. Und das Gift konnte fast kein Damage machen, weil ich natürlich auch eine... Ja, nein, ich habe keine gute Giftresistenz, aber er ist natürlich noch schwach auf niedrigem Level. So. Ah, vielleicht werde ich nebenzu mal noch ein bisschen euch den die Poison Arrow Amazone Rangerin zeigen. Also. Ah, bei Diablo 2 liebte ich es früher manchmal. Hatte ich richtig Spaß mit der Poison Speer Amazone, aber die wurde genervt und seitdem wurde sie nie mehr angefasst. Weil sie einfach viel zu stark genervt wurde. Und hier wurde sie zwar gebufft, also der Build wurde gebufft.
aber nicht so, dass man ihn wirklich einsetzen könnte die ganze Zeit. Weil Gift stackt nicht, Gift ist langsam, Gift ist scheiße. Da haben lieber Eis und dafür viel schneller vorwärts kommen, damit ihr in den Genuss von den Maps kommt und alles Mögliche. So. Ich werde ab und zu nebensächlich ein bisschen in Low-Level-Gebieten nach Items suchen. Wundert euch nicht, wenn zwischen den Parts manchmal der Charakter plötzlich ein paar Level hoch ist. Es wird sich nicht viel ändern pro Level ab. Und ich zeige ja immer wieder den Baum, was ich so geskillt habe. Und ja, ich will einfach dann vorwärts kommen und nicht euch dann das ganze Itemsuchen zeigen. Weil, ja, es ist schon schwer zu, ja, weiterzukommen später, ohne richtig gute Items. Und die Items braucht man einfach und da braucht man Spielzeit und das kann ich nicht einfach die ganze Zeit nur im Let's Play zeigen. Sonst werden wir nie fertig. Das Spiel braucht seine Zeit. So, dann machen wir mal das mit dem Reward. Ups. Und ups. So, schauen wir mal, was wir da für Gems noch haben. Eisspeer haben wir zum Beispiel. Ah, und jetzt kann ich Frost nur nehmen. Glacial Arcade habe ich doch gefunden irgendwo. Das ist Positive Elements. Irgendwo haben wir doch das. Ich weiß nicht, wie es aussieht, darum kann ich jetzt nicht gerade sagen. Aber es gibt noch ein Gem. Noch ein Cold Gem, ich weiß nicht, wie der heißt. Ah, das ist Glacial. Ab Level 10. Und mit Physical Damage ist sehr gut. Jetzt schaue ich da noch nach. Nach dem Teil. Wie heißt der andere? Der da. Nein, das ist Bone Offering. Er hat auch so ein komisches Skin. Das ist Disziplin. Tja. Fragen, Fragen. Ich lasse Fragen, Fragen. Ich weiß auch den Namen nicht, sonst könnte ich nachschauen. Frostwall wäre natürlich noch eine Option. Aber ob wir das brauchen, werden wir dann schauen. Ich habe wieder nicht gesortiert. Enfeeble. Enfeeble ist. Ah. Die kritische Chance zu sinken von den Gegnern. Es braucht kein Schwein. Ich finde es gerade nicht, aber es gibt da noch einen schönen Gem. Vielleicht auch hier. Ah, da, Arctic Breath. Ist auch noch recht geil. Dann machen wir das mal hier hin. So. Neben den Frostwall. Nein, da brauchen wir nicht. Reward brauchen wir. Und da nehmen wir. Was nehmen wir hier? Cold Snap könnten wir nehmen. Storm Call. Tja, Fragen über Fragen. Also Firestorm ist natürlich sehr stark.
Cold Snap brauchen wir eigentlich nicht so. Aber ist natürlich auch eine gute ja, das nehmen wir. Das ist eine gute Unterstützung. Wenn wir jetzt den hier nehmen. So. Ah ja, den Eissperr haben wir jetzt nicht drin. Aha. Ah, der Eissperr ist hier. Ab Level 6. Naja, auch als Unterstützung wäre gut. So. Ja, neue Items können wir nicht tragen. Ah, Cold Damage. So. Ja, jetzt gehen wir wieder. Wir haben was vor. Sudele. Ah, okay, der Game ist nur zum nächsten Level, genau. Ich habe falsch geschaut. So, mal schauen, was besser ist. Ja, natürlich ist AOE schon ein bisschen besser. Also. Dann nehmen wir doch den Frostnova-Zauber dort rein. Das braucht noch bis Level 8. So. Eisnova. Ja, Eisnova ist sehr stark geworden. Früher war das wirklich nur ein Unterstützungsding und jetzt killt er auch sehr gut. So, gehen wir mal runter. Du nervst nicht. Ja, er frisst halt sehr viel Mana, aber ich habe ja die Ringe. Die allheiligen Ringe. Gibt fast nichts Besseres am Anfang als diese Ringe. Ja, da kann man richtig spammen. Die Gegner geben mehr Mana, als man Mana verbraucht. Nur bei Bossen, da ist es schwer. Oder bei 10 Gegnern, aber das habe ich auch schon immer überlebt. Ja, hier ist wahrscheinlich ein Corrupted Ding. So wie es aussieht. Ja, die verfolgen mich aber nicht lange, diese komischen Teile. Krabben. So, auch geschafft. Ja, genau, eins noch auf die Arme. Bam! Was ist hier drüben? Hä? Aha, der Ausgang. Okay. Ich brauche zuerst das Portal und dann die Fluted Depths. Manchmal wirkt es nicht genau. Keine Ahnung, weil irgendwas im Weg war. Oh, ganz viele. Oh, ganz viele gefriest. Ja, Cold Witch ist schon extrem stark. Also Fire Witch habe ich jetzt gemacht und das finde ich jetzt nicht so stark. Wahrscheinlich fehlt mir einfach noch den AOE Damage bei Fireball. Aber natürlich, der Firestorm ist tausendmal stärker als Fireball. Am Anfang. Später ist natürlich der Fireball wegen der Range und so schon ein bisschen besser. Aber ich habe weder GMP noch andere Sachen. Da kann man auch durch, okay. Gut zu wissen. Aber zuerst muss ich noch das Ding finden. Also wie ihr seht, ihr verliert hier sehr viel Mana an den seinen Gegner. Die haben sehr viel Cold Resistance. So, Cast Speed haben wir fertig. Jetzt kommen wir an den fetten Damage. Irgendwo hier oben müsste das sein. Ich hoffe, Glacial Kaskade. Oh Gott, das Wort. Braucht nicht allzu viel Cast Speed. Aber wir haben gute Items eigentlich für den Anfang. Die
Cast Speed geben, wie zum Beispiel das Amulett hier. Sehr wichtig. Und Flammably nehmen wir raus. Hier haben wir auch ein paar Stäbchen. Nehmen wir aber nicht, wir brauchen die Defensive. Und unser Ding ist ja sehr gut. So. Wahlfireball kann ich euch mal zeigen. Was nehmen wir stattdessen noch mit? Ah, immer diese ungesteckten Items. Ja, wir können halt nichts anderes noch mitnehmen. Dann gehen wir mal raus wieder und benutzen dann mal den Feuerball, sobald wir können. Na, wir können hier rein. Monsters Kills Chain 2 Adim. Ja, das bringt uns. Das bringt denen gar nichts, weil wir nur einer sind. Wenn wir ein Summoner wären, ja, dann wäre es ein bisschen schwer für die Summons. Aber schon gut. Wir gehen hier rein und kloppen die zu Brei. Ja, die haben keine Chance, wenn ihr gefriest seid. Ja. Die können sowas von nichts machen. Oh, das gibt Bonus EP. Da können wir sehr schön aufräumen und jetzt mal die E einsetzen. Als Feuerball wird ein OE Damage Feuerball. So. Ja, hier bei Standard könnte ich noch ein paar Fall Games gebrauchen, da können wir immer wieder eigentlich betreten. Außer wenn es richtig viel Resistenzverringerung oder so hat, gehen wir nicht rein. Yeah, machst du wenig Damage mit dem Blitz, weil ich so viele Resistenzen habe. Ich habe keinen Damage-Skill.